Oh, der Traum. An den habe ich jetzt auch nicht mehr gedacht. Ein Traum. Ein Traum von vielerlei Dingen. Von Freunden, der Familie. Diese Dinge haben immer eine Bedeutung. Und ja, wer es erkennt, wir sind in einer Traumvariante von Kerzenburg. Oder nicht? Könnt ihr euch an diese Türen erinnern? Ich erinnere mich, glaube ich. Ja, das ist die Kerzenburg. Ja, das hier war für so lange Zeit unser Zuhause. Aber jetzt ist es für eine Rückkehr zu spät. Sie würden euch hier nicht mehr haben wollen. Und mich auch nicht. Hatten keine Verwendung. Irgendjemand anders aber. Er will irgendetwas. Ich weiß nicht warum. Die in ihren Mönchskutten wissen es noch nicht einmal. Warum weiß ich es nicht? Weiß sie, niemand gesagt hat? Erinnert ihr euch an Gorion? Oder die anderen? Ich schon, glaube ich. Sie waren... Nein, wartet. Also ja, das hier ist, glaube ich, Gorion. Das ist Elminster. Nur die dritte Person konnte ich nie einordnen, wer die sein sollte. Sie waren unsere Lehrmeister und es gab so viel zu lernen. Aber jetzt ist es zu spät. Sie sind so weit weg. Das war irgendeiner aus Kerzenburg, ein Lehrmeister oder so, an dessen Namen ich mich jetzt gerade nicht erinnern kann. Ihr seid zu weit weg. Zu weit, um helfen zu können. Warum? Erinnerungen sollten bleiben. Aber er gräbt tiefer. Verdrängt alles. Ich kann mich an keinen von euch erinnern. Jo. Und dazu vergehen sie, die drei. Also die Erinnerung jedenfalls. Erinnert ihr euch an Sarevok? Oder jemand anderen? Ich weiß nicht. Na, Sarevok kam mir im ersten Teil etwas größer vor. Als sie ihn jetzt hier darstellen. Sie wollten euren Tod. Und meinen. Sie schienen damals so wichtig zu sein, aber ich erinnere mich überhaupt nicht an sie. Etwas anderes ist gefährlicher. Näher. Ich kann es fühlen. Ja. Erinnert ihr euch an mich? Ich kann fast sehen. Ich möchte es, aber ich... Zu spät. Ihr werdet zu spät kommen. Hoffe ich nicht. Sie leistet Widerstand. Sie klammert sich an ihr altes Leben, als ob das von Bedeutung wäre. Sie wird es lernen. Ja, war klar, dass Irenikos ja auch noch auftauchen wird. Was ist das für ein Ort? Was ist hier los? Das ist das Bild dessen, was passiert ist und dessen, was vielleicht passieren wird. Hängt ihr an der Vergangenheit oder könnt ihr durch den Schmerz hindurchsehen? Ihr spürt die Macht, nicht wahr? Werdet ihr zurückweichen vor dem, von dem ihr wisst, dass ihr es wollt? Vor dem, was ihr euch nehmen könnt? Ich lasse mich nicht von dir irgendwie einlullen. Ihr wisst, was ihr wollt. Ihr wart es doch, der uns den Traum gebracht hat. Nichts ist real. Noch nicht. Also ja, wir kennen ja die Träume bereits aus Baldur's Gate 1. Damals waren sie allerdings viel kryptischer und nur Text eben vom Erzähler. Wir haben halt nach jedem Traum eine besondere Fähigkeit bekommen. Das wird sich hier jetzt allerdings ändern. Ja. Machen wir auf. Ach nee, erstmal wird geschlafen. So, und die stehen alle hier auf. Ja, wir haben nur 8 Stunden gerastet. Ihr seid doch keine Söldner, oder? Ich hasse diesen geldgierigen Abschaum. Ja, rasten wir nochmal. Gut. Jetzt müsste Keldorn eigentlich wieder da sein. Ich hoffe mal, die Leiche stinkt bei Minsk noch nicht.
Wir holen jetzt erstmal Kaedon ab, dann gucken wir, dass wir diese Leiche loswerden. Wer bist denn du? Ja? Ich vermisse mein Heimatland so sehr. Eines Tages, so Kalisan, werde ich zu dir zurückkehren. Ja, eines Tages. So, Regierungsviertel. Euer Wunsch ist mein Begehr. Holen uns Kaedon, dann nehmen wir uns mal den Typ am Torhaus, also am Tor zur Brust, der die Lampe zu verantworten hat, die den Zirkus hat verrückt spielen lassen. Wer seid ihr? Ja, das war jetzt einfach nur Gerede von dem kleinen Kind und Nalia. Und da ist Kaedon. Seid gegrüßt. Ich habe mich schon gefragt, wann ihr wohl kommen würdet. Wie war euer Tag? Ich habe mich wieder wie ein Ehemann gefühlt, wie ein Vater. Es war schön, Thais. Sehr schön. Jetzt lasst uns eure Emoin retten, auf dass ich schneller hierher zurückkehren kann. Genau genommen, Kaedon, ich habe nachgedacht. Die Suche nach Imoin ist die meine und ich habe kein Recht, sie einem guten Freund gegen seinen dessen Willen aufzudrängen. Ihr solltet hier bei eurer Familie sein. Wenn das euer Wunsch ist, wäre ich dankbar dafür. Seht euch vor, Thais, und reist mit den Segen der Götter. Ich gehe davon aus, dass ihr unsere Reise fortzusetzen gedenkt. Ja, ich kann ihn trotzdem aufnehmen. Gut. Dann muss ich ihn jetzt ganz langsam nach oben verschieben. Er hat noch alle Ausrüstung. Gut. Ich war nun gut. Ihr müsst. Dann gucken wir mal, dass wir den Typ im Hafen loswerden. Was möchtet ihr? An die Lebenspunkte von Thalisa kommt halt keiner ran. Erstens, weil Thalisa halt Konstitution von 18 hat. Die beiden haben 16 und 17. Sie hat auch nur 17. Ist aber halt zur Hälfte Kleriker. Druide. Und hinkt halt dem Kämpferlevel auch noch hinterher. Das war halt wirklich das Praktische, ihr so eine hohe Konstitution zu geben von Anfang an, also unserem Main-Char. Weil die Sache ist ja auch immer die, wenn unser Main-Char stirbt, ist Game Over, Instant Game Over. Eri hat halt wirklich wenig Lebenspunkte, die hat halt null Konstitution. So, Stadttore. Erzählt mir mehr davon. Und dann wollen wir hier rein. Ich schätze, ich kann euch meine Hand ruhig reichen, auch wenn ich sie nachher dann waschen muss. Sie trennen sich, sagt es den Nachbarn. Aulava und Tiro, es ist endlich soweit. Was schreit ihr so herum, Sir? Wer sind Aulava und Tiro? Ihr seid offenbar nicht von hier. Wenn euch meine Worte nicht mit Begeisterung erfüllen, beachtet sie einfach nicht, wenn sie euch nichts bedeuten. Ich werde es jenen erzählen, die es interessiert. Ja, ich werde euch gespannt zuhören, wenn ihr es mir erzählt. Es ist eigentlich nichts, das einen Außenseiter etwas angeht. Ihr seid doch nicht einer von diesen Abenteurertypen, die sich immer in alles einmischen, oder? Mischt euch da nicht ein. Wir brauchen keine Fremden, die sich bei den zwei einmischen. Es ist das Beste für eure Familien, wenn sie sich nicht mehr treffen. Macht euch keine Sorgen, ich möchte keine Schäden anrichten. Ich war nur neugierig. Die Familien versuchen, die beiden voneinander fernzuhalten. Warum? Eine Romanze, durch die sich zwei Familien gegenseitig ins Haar kriegen. Richtig klassisch, hm? Ich war nur neugierig. Ihr wisst ja gar nicht, worum es hier geht und ich würde vorschlagen, dass es so bleibt. Wir möchten das hier nicht an die große Glocke hängen. Es wäre äußerst bedauerlich, wenn die Wache in die Angelegenheit verwickelt würden. Es sind gute Kinder, sie sind nur auf den falschen Pfad geraten. Ihr haltet euch da raus. Versucht euer Glück mit Frau Timura. Ich wusste gar nicht, dass der Kranich so belebt ist. Das wird wahrscheinlich vom Unfinished Business kommen. Also, das kommt vom Unfinished Business. Ich habe nämlich die Readme ein bisschen durchgelesen und da stand zum Beispiel drin, dass der Kranich
jetzt belebter ist. Dass ich nicht ganz so unvorbereitet auf die verschiedenen Quests treffe. Also auf die Sachen, die jetzt hinzugekommen sind, die ich nicht kenne. Ein Würfler. Talisa, seine Frau. Hey, kommt nun ihr, habt ihr doch keine Angst vor dem Tisch, meine Freunde? Würfelt mit eurem Glück und seht, was es euch bringt. Was wird hier gespielt? Ihr würfelt und versucht höher als das Haus zu würfeln. Einfach und elegant, ein Spiel für einen, für den einfachen Mann. Ein Gold mit Einsatz bringt euch. Zwei Game Gewinn. Ihr könnt also zur Zuversicht wetten und oft wetten. Wollt ihr mir nicht ein paar Würfel spendieren? Niemals bei den allen Ebenen des Multiversums. Schaut zu, dass ihr weiterkommt, Bettler. Okay, setzen wir einmal. Alle halten die Hände dort, wo ich sie sehen kann. Mögen die Würfel fallen, wie es ihnen beliebt. Das Haus war hoch, die Würfel niedrig. Leider kein Gewinn. Versucht es doch noch einmal. Nein. Versucht euer Glück mit Frau Timora. Was ist mit dir? Ich hoffe, unser Lokal gefällt euch. Wenn ihr ein Bier wollt oder sonst etwas, lasst euch von Gong-Konzern der Bar helfen. Unsere Stammkunden bedienen sich selbst. Wollen sie es so oder ist die Bedienung hier so schlecht? Eine Bar voller Bürger, keiner weiß, wer wen bedienen sollte. Ist die Bedienung so schlecht? Hier gibt es keine Bedienung, wenn ihr es wissen wollt. Hier sind alle gleich. Die Adligen und Gutsbesitzer bleiben in der Stadt. Falls ihr uns vormachen wollt, etwas Besonderes zu sein, dann geht dahin, wo man auf so etwas Wert legt. Ja, wir sind halt in einer billigen Schenke. Ein kleines Trinkgeld ist immer gut. Eine Bar voller Bürger, keiner weiß, wer wen bedienen sollte. Hier gibt es keine Bedienung, wenn ihr es wissen wollt, ja. Was ist mit dir? Das ist eine armselige Entschuldigung vor Gericht, sage ich euch. Ein Mann nach 5 oder 6 umlegen, nur weil er pleite ist. Was? Worauf starrt ihr denn da eigentlich? Habt ihr noch nie einen Mann gesehen? Ihr seht aus wie ein Mann von Welt. Was geht hier vor? Was hier passiert? Nichts. Das hier ist das Umland von Alcatla, deswegen passiert nichts wirklich Wichtiges. Nicht, wenn ihr Tiro und Aulava mitzieht. Kämpfen viel in letzter Zeit. Örtliche Berühmtheiten, wirklich. Ja, mein Herr, es gibt keine Seele an diesem Ort, die sie nicht im Auge behalten. Am besten lasst ihr sie allein, lasst die Natur über sie walten. Ja, früher waren sie nette Kinder. Keine Ahnung, was schiefgegangen ist. Entschuldigung. Treibt ihr Handel? Ich war mal Bauer, hab auch gehandelt. Jetzt natürlich nicht mehr. Scheune ist abgebrannt. Klassischer Fall, oder? Jetzt widme ich mich dem Alkohol. Hört sich elegant an, was? Rübs. Und du bist die Fee am Rad. Tretet näher und versucht euer Glück am Rad. Ein einfaches Spiel mit einfachen Zielen. Was ist das für ein Spiel? Ein Roulette-Rad aus dem südlichen Teil des Landes. Ein einfaches Spiel. Ihr setzt euer Geld und nutzt eure Chance. Bei 1 bekommt ihr 32. Ich setze 5 Goldmünzen. Rund um rund, sie dreht, wo sie dann auch bleibt. Timora weiß Bescheid. Das Glück gibt und das Glück nimmt. Kein Gewinn, tretet zurück. Also, wir vergeuden hier nur Geld. Aber es war gut, das mal auszuprobieren. Was ist mit dem Wirt? Ich habe ein paar schmucke Kellnerinnen, findet ihr nicht? Die eine, die so unhöflich ist, nicht wirklich. Na, wie geht's denn so? Lächelt und bleibt 1 oder 2 Tage. Wenn ihr Geld habt, seid ihr stets willkommen. Ist nicht die feinste Unterkunft, aber ich werde euch eine Decke in den Stall legen, wenn ihr möchtet. Das ist gemütlicher, als es sich anhört. Ihr bietet den Leuten die Stelle zur Übernachtung an. Ist das nicht ungesund? Habt ihr jemals gehört, dass ein Pferd gesund wie ein Mensch ist? Nein, ich glaube nicht. Denen geht es gut dort und euch auch. Wenn es euch das gleiche ist, dann übergehe ich das Angebot erst einmal. Ich bin sicher, es ist in Ordnung. Was bietet ihr sonst an? Also ja, bei ihm können wir nur als Bauer schlafen. Wir könnten aber mal ein Bockbier uns reinhauen. Was Besseres hat er, glaube ich, nicht als ein Bockbier. Dann noch ein Festbier und ein Met. Und er hat keine Gerüchte für uns. Müssten wir noch mehr saufen? Nö. Bei mir ist das Bier billig. Ja, könnt ihr etwas über Olava und Tiro mitteilen? Das geht doch nichts an. Es reicht zu wissen, dass sie hier nicht willkommen sind, wenn sie zusammen sind. Lass es dabei, sie gehen uns nichts an. Was immer ihr wünscht. Dafür, dass das hier eine heruntergekommene Kneipe ist, haben sie ein ziemlich interessantes Thema mit den beiden. Wenn ihr es wollt. Und da sind die beiden auch schon.
Also, Olava, das war es dann? Tiro, ich denke schon. Keiner will, dass wir zusammen sind. Vielleicht sollten wir es nicht sein. Das hat meine Familie auch gesagt. Ich finde, wir waren gar nicht so schlecht. Ein paar Schrammen hier und da. Es hat Spaß gemacht, solange es eben dauerte. Ich glaube aber, dass ich zur Ruhe kommen muss. Ja, Vater sagt, wir können es nicht länger geheim halten. Verstehe allerdings den ganzen Wirbel nicht so ganz.